Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Noch im letzten Video habe ich darüber gesprochen, dass wir ein Lifeline Town Takeover Event bekommen rund um das Valkyrie Erbstück und so weiter und so fort und dass dort kein großer Patch zu erwarten ist mit irgendwelchen Buffs, Nerfs und so weiter. Tatsächlich scheint es aber so zu sein, dass wir mit dem Lifeline Town Takeover Event ein Lifeline-Buff bekommen. Und der hat es ein Stück weit in sich. Ich würde sagen, macht Lifeline nicht zu stark, aber genau richtig. Leider kommt nach wie vor das Revive-Schild nicht zurück. Aber 4 Sachen an der Zahl passieren und in Summe könnte das Lifeline auf jeden Fall wieder attraktiver für viele ehemalige Lifeline-Mains machen. Ich blende es mal ein. Und zwar soll mit dem Patch rund um das kommende Event die Drohne theoretisch könnte man sagen, unendlich viel euch heilen. Ihr kennt das, ihr seid vielleicht zu dritt unterwegs, alle drei sind relativ runtergeballert und wenn ihr die Drohne raushaut, schafft die Drohne euch aber nicht mal nahezu komplett wieder aufzufüllen. Die Drohne, ich habe es gerade getestet, hält ungefähr 20 Sekunden und in den 20 Sekunden soll es theoretisch möglich sein, maximal 9999 Lebenspunkte zu heilen, was natürlich Käse ist. Die Drohne konnte vorher maximal 150 Lebenspunkte verteilt auf alle drei Teammates heilen, wenn es für dich alleine benutzt. Natürlich konnte sie dich dann voll heilen, soll aber bedeuten, die 9999 heißt, so viele Lebenspunkte wie möglich innerhalb der 20 Sekunden, bevor die Drohne dann verschwindet. Finde ich eine richtig, richtig geile Sache. Dann soll dazu kommen, dass die Reichweite der Heildrohne verdoppelt werden soll. Also der Schlauch geht dann doppelt so weit. Auch keine schlechte Sache, wie ich finde. Das dritte ist eher für Leute, die vielleicht eher mit Teammates unterwegs sind, mit denen man nicht kommunizieren kann. Sprich, Randoms, wenn du vielleicht gerade gedownt wurdest, hast ein goldenes Knockdown-Schild. Jetzt einfach mal als Theorie, du willst dich irgendwo in Sicherheit begeben, dann kommt deine random Lifeline, die nicht mit dir quatschen kann und will dich einfach so, ohne dass du das eigentlich willst, wieder hochheben mit ihrem Auto-Revive. Und dann kannst du dieses Auto-Revive abbrechen, wenn du das möchtest. Es gibt sicherlich noch mehr Situationen, in denen du einfach sagst, ey, pass auf, das mache ich, habe ich gerade keinen Bock drauf, hol mich lieber nicht. Wenn sie es trotzdem macht, kannst du sagen, ich breche es ab und krauche vielleicht irgendwo noch in Sicherheit. Finde ich auch keine schlechte Sache. Und die Cooldown-Zeit des Care Package soll von 5 Minuten auf 3,5 Minuten reduziert werden. Und ich finde, jeder Buff für sich klingt ganz, ganz geil. Und in Summe ist das eine richtig fette Sache für Lifeline. Ich bin wie immer gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt vor allen Dingen, ob das tatsächlich am 21. Juni, wenn dann das Collection Event rauskommt, ob es dann tatsächlich so passiert. Wenn dieser Buff kommt, könnte ich mir vorstellen, dass es doch noch ein paar kleinere Anpassungen Richtung Waffen oder noch mehr Legenden geben könnte. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.